Willkommen, Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht mich hier auf den aufstrebenden Rathaus 9 Account 2 Socken. Also der wird demnächst hier die Rathaus 9 Turniere vielleicht mal ein bisschen mitrocken. Aber ein paar Heldenlevel habe ich noch. 8 Stück an der Zahl für den King. Aber so ein, zwei Level gehen sicherlich jetzt nach der Liga. Wir stecken ja mitten in der Liga. Und ihr habt es ja im Titel gesehen. Die Letzten werden die Ersten sein. Oder die Ersten werden die Letzten sein. Wir sind jetzt leider nicht mehr Erster. Aber wir haben ja jetzt so ein bisschen Halbzeit und ich hatte ja gesagt, ich springe ja mal so ein bisschen durch die Clans auch und gucke mal, was hat sich hier eigentlich getan, beziehungsweise was tut sich eigentlich hier beim Clan Free-to-Play. Denn wir sind ja, ich will jetzt nicht sagen aufstrebender Clan, aber ihr seht den aktuellen Spieltag, beziehungsweise es stimmt gar nicht, ihr seht den ersten Spieltag und ihr seht, wie knapp das Ganze hier ist. Stimmt, ich bin ja eben auf den ersten Spieltag gesprungen, aber ihr seht unten schon mal die Haken dran. Viermal grün, das ist natürlich nicht schlecht. Wie kommt sowas zustande, auch wenn wir eigentlich die schlechtesten sind oder die kleinsten, keine Ahnung. Das kommt dadurch zustande, dass der Gegner oftmals nicht angreift. Ja, ihr seht das auf der anderen Seite, beziehungsweise wir haben hier auch nicht so oft angegriffen. Also es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass einige, die hier eigentlich grundsätzlich angreifen, hier nicht angegriffen haben und dann fehlen uns oder wir warten dann natürlich sehr, sehr lange auf die Angreifer, um unter Umständen unten so ein paar Sterne noch zu machen. Im Rathaus 9 und 10 Bereich, wir sind ja jetzt nicht so ultra viele 10er, 9er sind wir da schon mehr und die 9er, glaube ich, reißen es hier dann auch am Ende. Ich warte also immer sehr, sehr lange mit meinen Accounts und auch Kumuletta Silke, glaube ich, macht das auch, um zu sehen, ob man nicht noch ein kleines Stück höher rutschen kann mit seiner Attacke oder mit seinem Angriff, aber ich musste die dann auch rausnehmen, muss ich ganz fairerweise sagen. Aber wir hatten jetzt auch nicht so ultra viel zum Tauschen. Das Lustige ist, dass die dann im zweiten CK auch nicht angegriffen haben. Also der war wirklich super, super knapp hier. Und ihr seht das hier auch in den Events, der Tod hat nochmal 3 gerissen. Am Ende der Frei leider nur einen. Okay, unglücklich, der Boke, das kann ich euch gar nicht zeigen. Ja, das ist 11 auf 9, Leute, das geht gar nicht. Oder 11 auf 10 ist es, weiß ich nicht. Naja, egal. Ich dann nochmal 3 da unten. Leila, ihr seht, wir warten ziemlich lange. Und auch Chromolissa Kampfgurke, also mit den Sternen, die wir dann am Ende gesammelt haben, hat es dann doch gereicht. Und den haben wir nicht unbedingt für uns gewertet hier. Den zweiten Angriff kann ich euch sagen. Nicht den zweiten Angriff, den zweiten Clankrieg haben wir auch nicht für uns gewertet. Den haben wir absolut gegen uns gewertet, weil wir auch gesehen haben, Indonesier-Clan, die sind sehr, sehr stark gewesen. Und auch vor allen Dingen, was die Masse der Angriffe angeht. Und ihr seht aber hier 25 von 30 Angriffen auch nur auf deren Seite gemacht. Bei uns auch nur 26. Das hat uns so was gewundert, dass wir nur mit einem Angriff mehr trotzdem hier 4 Sterne mehr haben. Aber auch hier am Ende mit Chromo, mit Kampfgurke, mit Toto, mit Fry, mit 2 Socken und Leila, das sind ja meine hier. Der Elbjung hier noch mit dabei, Tessie. Und haben wir das Ding hier noch für uns rumgerissen. Unverständlich. Haben wir auch im Chat gesagt, ist eigentlich ein Unding, dass wir das Ding hier gewinnen. Zumal hier auch wieder welche nicht angegriffen haben. Ja. Das Komische ist, dann im dritten CK, ich meine, der Burn It Down ist ganz raus, aber ich kann ihn nicht rausnehmen. Ob ich den jetzt rausschmeiße oder nicht, ist egal. Ich kann nur noch einen mit reinnehmen, der auch nicht angreift. Dann lasse ich lieber den 10er hier drin, dessen Dorf vielleicht nochmal ein bisschen verteidigt, als dass ich unten jemanden mit reinnehme, wo das ein 8er Dorf ist oder sowas und der auch nicht angreift. Ja, also ihr wisst schon, was ich meine. Ich lasse lieber den stärkeren 10er drin, auch wenn er nichts tut, weil seine Verteidigung vielleicht uns so ein bisschen hilft. Dritter Clankrieg ist von uns dominiert worden, aber gegen den Clan Tim Vinitu dominieren alle, weil die gar nicht angreifen oder 3 Stück greifen nur an. Und wir wussten dann auch, also auf der Seite hier, dass wir die Rathäuser eigentlich alle packen, wenn denn alle angreifen würden. Der Burn It Down hat nicht angegriffen und so fehlen uns hier natürlich 3 Sterne. Aber ihr seht schon oben, plötzlich greifen 29 an und sind alle wieder da. Aber auch keiner sagt hier mal, oh, tut mir leid, hab verpennt oder ich habe nicht gedacht, dass der Clankrieg plötzlich ausläuft oder sowas. Mit irgendeiner Ausrede kann man ja immer kommen. Aber nein, hat gar keiner was gesagt. Einfach dann, oh, plötzlich sind die wieder da, machen ihre Angriffe. Also auch nicht großartig überlegen mussten. Hier unten hatten wir 7er. Ja, also 7er, ich glaube 6er nicht, aber das war dann schon eine sehr eindeutige Sache. Der danach war, glaube ich, auch
recht eindeutig, auch hier, wenn man mal so ein halbes Stündchen vor Abschluss eines Klarkriegs schaut, ich erzähle jetzt echt viel, und sieht, aha, Legenda, die machen nur immer so und so viele Sterne und so viele Angriffe. Ich glaube, ich hatte geschrieben, tatsächlich hier im Chat, die werden nur 19 Angriffe machen, weil das haben die davor auch nur gemacht. Und vielleicht einen mehr oder einen weniger. Und da wir jetzt hier auch wieder 29 hatten ohne den Burn It Down, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist, haben wir das Ganze hier so ein bisschen kompensiert. Und ihr seht, wir lassen oben dann aus. Ja, wir lassen oben die Bases einfach aus, so gut wie es geht. Wer dann halt noch hier Hits macht, wie der Surgical Goblin oder Omulissa. Ich will jetzt nicht sagen, selber schuld, da hätte man hier vielleicht ein paar Sterne machen können. Aber man muss das dann oder auch unter Umständen hier unten. Aber da müssen die Leute auch zeitnah angreifen, denn irgendwann musst du deine Hits ja raushauen. Im aktuellen Clankrieg sieht das schon wieder ganz, ganz anders aus. Denn der Clan Zebre Juntos ist uns gnadenlos überlegen. Das fängt hier unten bei den 8, dann nehme ich an. Rathaus 8 ganz unten und dann wird es schon 10erig. Mit 11, 12 und auch hier oben dann 13er. Da können wir jetzt nicht so wirklich gegen stinken. Da müssen wir uns wirklich was überlegen, wo wir die meisten Sterne rausholen. Denn im Moment sieht es so aus, als dass wir Zweiter sind, also immer noch Aufstieg für uns. Allerdings der Clan, gegen den wir jetzt spielen, die sind über 100 Sterne weit weg von uns. Also da können wir ruhig verlieren und verlieren unseren Platz oben nicht. Denn so ein paar Sterne, die wollen wir heute machen, kommen natürlich noch dazu. Also die Letzten werden hier die Ersten sein. Also wir sind hier sicherlich nicht die Stärksten in dieser Gruppe hier. Ich hätte uns eher, wenn hier alle angreifen würden von dem Gegner, hätte ich uns hier eher auch so 5., 6., 7. erwartet. Aber da die nicht angreifen, umso besser. Und vielleicht steigen wir auf in Goldliga 2. Dann gibt es auch ein bisschen mehr Medaillen. Und unsere Leute wachsen ja auch so ein bisschen dann mit der CWL, mit den Clankriegen, die dazwischen sind. Und können sicherlich ein paar Sterne hinzufügen. Ich gucke mal. Zippy ist unser Blitzer vom Herrn. Aber ihr seht das schon. 14 auf 14, das ist Rathaus 10 auf Rathaus. Okay, wir nennen es mal Rathaus 11. Wir nennen das mal Rathaus 11. Also wir tun mal so, als wenn das ein Rathaus 11 wäre. Hammerbase hier, fast das Rathaus weggeblitzt. Aber nein, er nimmt die Luftabwehren hier raus. Und noch so ein bisschen an defensiven Gebäuden, wo ja auch Drachen oder Loons gerne raufgehen, um vielleicht die komische Flugbahn hier nochmal zu beeinflussen. Aber ach, das ist jetzt auch eine Base, die ist mehr nicht gewollt und nicht gekonnt. So will ich es mal sagen, das ist so einfach sowas gebaut. Und da kannst du natürlich hier mit übermächtigen Drachen im Rathaus 10 Bereich locker hier auch gegen einen Elfer bestehen, der ja auch noch nicht mal einen Adler hat. Die Inferno-Türme sind auf Level 2, so wie ich das gesehen habe. Dann ist so ein Dorf natürlich echt easy peasy zu machen. Ihr seht das, ist auch noch schwach ausgebaut, teilweise mit Rathaus 9. Defensive Helden hat er immer noch im Petto. Ich kann mir vorstellen, dass er die hier hinten zieht. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob da überhaupt was in der Clanburg war. Ich muss gleich mal bei meinem Angriff schauen, denn ich mache einen Live-Angriff auch. Und zwar Rathaus 9 auf Rathaus 11. Entscheide ich mich mal für, weil heute kann ich mit meinem Zweisocken hier nicht auf den 9er gehen. Da haben wir ja nur einen. Und den ganz, ganz unten, die Nummer 30, habt ihr ja gesehen, ist von einem 8er nicht geeinsternert worden. Naja, und vielleicht schafft er ja einer unserer 9er unten in 3 Sterner drauf, aber das war jetzt schon mehr als deutlich hier. Okay, oh, die teilen sich jetzt sogar noch. Also Timefail war auch nicht möglich. Ach, die Queen lebt auch noch da oben, sehe ich jetzt gerade. Okay, aber ist irgendwie so ein Blatt oder sowas, ne? So ein Kanada-Blatt. Irgendwie so ganz komisch sieht das aus. Und aber das ist auch einfach so gebaut. Irgendwie so die Base rausgehauen. Also da konnte Zippy jetzt gar nichts verkehrt machen. Würde ich mal so sagen. Naja, so sieht es im Moment aus. Und so verhalten greifen wir auch im Moment an. So muss man sagen. Denn normalerweise haben wir hier nach x Stunden schon ein paar Hits gemacht. Allerdings muss man jetzt auch wieder sehen, was kann ich eigentlich wo machen. Und auch ich wollte das sehen. Nicht mit dem Toto. Ich bin hier auf den zwei Socken und wollte hier mein Gegenüber angreifen. Denn die anderen Bases tatsächlich darunter sind, glaube ich, stärker. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute, ob das so ist. Das ist auch einfach so eine Base, die ist einfach nur dahingestellt. Aber sie hat einen Adler auf Level 1. Der könnte mir ein bisschen wehtun. Und Luftabwehren, keine. Also mit keine ist natürlich übertrieben, aber
nicht so wirklich viele und die Helden haben insgesamt in Summe noch nicht mal die Hälfte meines Heldenlevels, was meine Queen angeht. Ich habe eine 30er Queen und wenn ich hier mal zusammenzähle, 10 plus 10 sind 20, minus 1 sind 19, plus 4 sind 23. Also alle drei Helden haben noch nicht mal den Level meiner Queen und müsste eigentlich ein bisschen was schaffen. Ich muss die Klarburg hier locken. 35 Truppen sind da immerhin drin, da muss ich ein bisschen warten. Ich locke die auch gleich zu Anfang. Aber vorher muss ich leider eine Armee verballern. Denn hier aus dem Pass, dieses undankbare Spiel hier mit diesen Bogenschützinnen. Ich will aber kurz mal fordern. Dann kriege ich ein paar Truppen vom Toto. Der ist nämlich online. Toto, bist du da? Na klar. Okay, der Toto ist da. Und kann schon mal ein paar Bowler nachbauen. Aber ich hole dann gleich für den hohen Angriff, für den Clankriegsangriff, hole ich dann einen anderen Account hier rein, beziehungsweise den Avatar, der spendet dann hier. Wir holen uns da immer ganz, ganz gerne einen Spender-Account hier rein, um dann auch mit möglichst maximalen Truppen, vor allen Dingen unsere 10er und 11er, dann auch mit der Kampfmaschine anzugreifen. Und hier muss ich im 9er Bereich halt noch diese Dinger hier machen. Oh, mir fällt eigentlich gerade was auf. Das ist natürlich sehr unglücklich. Was fällt mir eigentlich auf? Ah, das kann ich gleich abstellen, Leute. Das kann ich gleich abstellen. Es fallen dann ja immer so kleinere Sachen auf während der Aufnahme, wo man so jetzt nicht dran denkt. Und, oh, 2-9, das ist gut. 2-9 ist in Ordnung hier mit so einer Truppe. Da erwarte ich gar nicht so viel. Ein Bohrer da hinten und einer da. Okay, aber mal sehen, wie wir das hinkriegen. Wir gehen mal dem Fass, glaube ich, entgegen. So, hier haben wir vielleicht ein paar Fallen. Nee, haben wir nicht. Okay. Kurz mal den Packer gezückt hier für den King. So, dann nehmen wir hier unsere Mauerbrecher mit rein. Und wie weit gehen denn die Mauerbrecher? Ah, die sind jetzt, glaube ich, gar nicht so weit gegangen. Wir ziehen hier mal so ein paar Bugis hinterher. Der Minenwerfer auf der Ecke ist ja weg. So, einmal, zweimal die Bowler hinterher. King und Queen hier mit rein. Oh, haben wir noch einen Riesen über. Dann springen wir hier mal zum nächsten Topf. Ah, ich hätte da oben den ansetzen sollen. Ach, ärgerlich. Okay, den hätte ich jetzt oben ansetzen sollen. Ich habe aber jetzt noch 5 Bogenschützen und noch einen Laki. Mal sehen, ob die noch ein bisschen Unheil anrichten können. Keine Fallen hier. 1200 hat er noch. Mal sehen, ob wir da noch so ein bisschen Richtung dem dunklen Schatz kommen. Der Schatz vom Silbersee. Nein, der Schatz aus Clash of Clans. Der heißt hier ganz deutlich dunkles Elixier für diesen Charakter hier. Was haben wir denn hier unten? Da haben wir kein Bohrer mehr. Aber vielleicht gehen die nach da oben hin, die Bohrer vielleicht. Die Bohrer holen mir den Bohrer, oder? Bohrer holen mir den Bohrer. Jawohl, die Bohrer holen mir den Bohrer. Perfekt. Und hier unten, oh shit, oh, oh, oh. Warte mal, 1, 2, 3. So, pass mal auf, die Kanone da. Haben wir gepackt und da oben haben wir noch einen Tesla. Ah, da oben der Bohrer ist ja weg. Oh, wir haben ihn auf 0. Geht es, Leute? So kann man das machen. Perfekt. Und dann brauche ich auch meine Helden gar nicht so arg jetzt noch in Mitleidenschaft ziehen. 87, wir haben eh den vollen Bonus schon drin. Den Rest brauche ich ja mit diesem Charakter hier nicht mehr. Wir bauen die nochmal nach, weil unglücklicherweise muss ich sie nochmal machen. Aber das war es dann auch. 4-mal reicht dann auch. Ich reck mal eben Helden und gucke mal, ja, ich hole jetzt den Avatar hier mal rein. Dann machen wir gleich unseren Klankriegsangriff auf die Base, die wir uns eben ausgeguckt haben. Machen wir nochmal einen kurzen Taktikcheck, aber jetzt erstmal einen kurzen Cut, oder? Wer greift hier an? Nein, wir machen keinen Cut. Wir machen keinen Cut, wir gucken einen live. Wir gucken einen live hier. Ardai Mikro, der Ardai ist beim Clan Herausforderer, kämpft jetzt im Moment mit seinem Rathaus 12. Beim Clan Deutschland mit. In Clan Deutschland weiß ich noch nicht, ob ich da noch was drauf aufnehme, denn da haben wir ja schon ein bisschen was gesehen im Livestream am Sonntag, da ich ja dort mal kurz war und habe ganz, ganz viele Legenden-Hits gemacht mit dem Thorsten-Account. Vielen Dank auch nochmal an die Zuschauer für die Unterstützung dort. War, glaube ich, einer meiner besten Legendenangriffsabende, so will ich es mal sagen. Denn mit 3x40 gehe ich nicht unbedingt jeden Abend ins Bett, sondern das war schon ein cooler Abend und coole Hilfen auch aus der Community.
Das hilft nicht nur mir, sondern auch euch, wenn ihr eine Taktik vorgebt und die geht bei mir auf, da könnt ihr sicher sein, dass ihr eine gute Taktik gewählt habt. So will ich es mal sagen. Aber er kommt hier ganz nett in die Base, allerdings mit den Luftabwehren könnte das ein bisschen eng werden. Hat aber auch Infernos noch vor sich und nur einen Wutzauber noch. Den hätte ich jetzt bei den Drachen da unten genommen, bei der Queen. Denn die holt jetzt leider alle Drachen da unten runter. Aber vielleicht werden 2 Sterne, wäre schon ein kleiner Erfolg. Wenn das 2 werden, 45, 46, 1 Stern ist drin. Hier sind aber jetzt die Drachen alle in den Fängen des Inferno-Turms. Aber da sein Multi ist, müsste der Multi jetzt auch fallen. Der hat natürlich jetzt für Level 4 Drachen ganz schön viele Trefferpunkte. Aber der Drachen packt das in jedem Fall. Wird er nicht ganz schaffen, die Base. Sieht man ja jetzt schon. Mit Drachen vielleicht hätte man was anderes nutzen sollen. Aber hier sieht man dann auch, da ist schon so ein bisschen Rathaus 10-Dev mit der Doppelkanone. Und bevor du dann so ganz verkümmerst hier vielleicht mit Hox oder so, nimmst es lieber so. Er ist ja ein Rathaus, ganz niedriges 9er. Und mit kleinen Helden. Also gut gemacht hier. 57%. Ich bin mal gespannt, wie ich abschneide. Hopp oder top. Jetzt aber kurzer Cut. Okay, Freunde, hopp oder top. Ich bin schon mal auf die Karte gesprungen, denn ich habe gesehen, dass der erste Teil des Videos hier, ich schneide ja immer ganz gerne in so ein paar Stücke, schon über 16 Minuten gedauert hat. Das hat euch bestimmt gelangweilt. Ihr wollt jetzt bestimmt die gnadenlose Action sehen hier. Ob das jetzt so gnadenlos wird, weiß ich noch nicht. Kann auch daneben gehen. Aber wir gehen einfach mal rein. Hopp oder top hier. Mit ganz schön viel Ballons. Ein Lava-Hund nur. Könnte ein bisschen wenig sein. Ich weiß es noch nicht. Das sehen wir gleich. Wir locken die Clanburg mit einem Hog Rider. Und gucken mal, wie wir hier jetzt reingehen können. Okay, wir locken als erstes, würde ich sagen. Nicht, dass wir das gleich vergessen. Okay, habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwie sowas drin ist. Macht aber nichts. Wir gehen auf der Ecke rein hier. Wir gehen mal auf der Ecke rein. Und müssen jetzt, ich nehm die ruhig schon mal in die Pflicht da. Denn das muss ich an der Stelle machen. So, jetzt muss ich mal sehen, dass die auch ein bisschen richtig läuft. Der Mauerbrecher ist da durch. Schade auch, dass der jetzt da durch ist. Mal gucken, wo die anderen durchgehen. Oh, die gehen etwas besser, aber oh, leider auch durch die Bombe. Okay. Aber wir kommen, glaube ich, noch durch. Ich denke mal, das sieht noch ganz gut aus, dass wir da hinkommen. Eben mal 2 Lakis damit hingesetzt, dass da ein bisschen was geht. Und nicht, dass der einmal schießt. Nein, da schießt gar nichts. Okay, jetzt habe ich allerdings nichts, was da durchgeht. Durch die Mauer. Okay, wir müssen da wenigstens durch. Ah, die Queen wird mir jetzt gleich abhauen. Okay, der Queen an Haushalt erst ab. Okay, das macht nichts. Alles nicht so schlimm, Leute. Wir können genau auf die Ecke hier den King setzen. Zünden den, würde ich sagen. Dann läuft die Meute zwar rüber, aber der King geht hier noch ganz gut. Und wir müssen hier jetzt nur irgendwie mal reinkommen. Denn sonst habe ich gleich 3 Luftabwehren gegen mir und natürlich vielleicht auch einen Feger. Okay. Ah, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Und da haben wir jetzt nämlich schon eine Luftabwehr. Wo geht denn jetzt eigentlich mein Lava-Hund dann drauf? Dann machen wir das mal so. Und der fliegt jetzt dahin. Wir nehmen die hier mal mit rein. Und die anderen hier hinten mit drauf auf die Luftabwehren. Und gucken mal, wie weit die jetzt so fliegen. Mal sehen, ob wir da das Rathaus kriegen. Ja, irgendwas werden wir da sicherlich aufschnappen, würde ich mal so sagen. So, hier hinten einmal so ein bisschen mehr reinwuteln. Und der Adler hier, der Adler muss fallen. Da hinten geht noch ein bisschen was. Aber hier muss, glaube ich, der noch mal hin. Wir nehmen noch mal die hier mit rein. Das sieht noch ganz gut aus hier. Schnell noch ein bisschen Cleanup hier außen setzen. Queen ist noch am Start. Die Defensive fällt dort jetzt. Oh, das wird ein Timefail, Leute. Shit. Ärgerlich. Ärgerlich. Und meine Queen. Das wird leider ein Timefail. Da habe ich jetzt ein bisschen, ja, hätte ich die Truppen vielleicht noch von der anderen Seite setzen sollen. Da haben wir nochmal die Tornado-Falle. 35 Sekunden, das schaffen die Loons auch nicht. Die sind einfach jetzt ein bisschen zu langsam. Okay. Irgendwas fehlt da dann, nur ein bisschen Zauber. Aber die Base war wirklich schwach, die hätte ich schaffen sollen. Und mit ein bisschen anders setzen der Loons, glaube ich. Die hatten doch einen sehr, sehr weiten Weg jetzt. Und jetzt kommen da noch mal so ein paar nervige Fallen. Aber 17 Sekunden, ah, hier unten steht leider auch noch ein Lager. Ich will gar nicht hingucken, dass das ein Fail wird. 10 Sekunden, sehr ärgerlich, echt sehr ärgerlich. Aber so machen wir unsere Sterne. So habe ich jetzt auch dazu beigetragen, dass wir wenigstens 2 hier aus dem oberen Bereich mit rauskriegen.
98. Aber ich will mich nicht aufregen, bin zufrieden. Allerdings gegen Sonne nicht so gute Base bin ich eigentlich nicht zufrieden. Eigentlich bin ich nicht zufrieden. Okay, Adai haut hier nochmal rein mit seinem Mini. Eben war es ein anderer Adai, kann das sein? Okay, aber der ist auch schon ein bisschen besser hier. Rathaus 9. Auf Rathaus 10 wieder 2 Sterne dabei gekriegt. Also läuft. Läuft oder läuft nicht. Hier unten, ist der hier unten. Okay, das ist echt ärgerlich. 98 auf diese schlechte Base. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Mal wieder ein bisschen Live-Action. Ich baue die Armee natürlich nach, weil mit der greife ich ganz gerne normale 9er an und schlechte 10er und ganz, ganz schlechte 11er. Okay. Naja, ich will mich da nicht... Ich reg mich sowieso nicht mehr auf. Ich habe das Bild übrigens eben gefixt. Ihr seht hier unten bei der Falle, die ich gerade markiere, da ist der Arm jetzt der Hexe jetzt doch zu sehen. Da war das Bild vom R-Server. Ne, hinterm R-Server. Das gehört andersrum. Habe ich jetzt aber berücksichtigt, dass ich das nächste Mal nicht verkehrt mache. Okay, Leute, habt einen schönen Wochenstart. War ein kurzes Video. Nein, war ein langes Video. Aber es werden noch wieder ein paar Videos kommen, auch aus den anderen Clans. Ich muss das Ganze nur mal ein bisschen vor euch festhalten. Aber erstmal Ligatag hier mitgenommen. Hälfte der Liga ist ja jetzt auch rum. Und ich bin auch froh, wenn die Woche wieder um ist, dass ich wieder ein paar Helden leveln kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Toto.